Die Hamas ruft zu Blutopfern auf. Echt jetzt? Eigentlich wollte ich so ein Video nie bringen. Eigentlich wollte ich dieses Video nie machen. Nie machen müssen. Und nun stehe ich hier. Wir müssen uns heute mal über Notfallvorsorge unterhalten, und zwar in allen Farben, Spiel und Gangarten. Das, was letztes Jahr mit Russland und der Ukraine passiert ist, das war schon echt scheiße. Das, was seit Montag im Gange ist, ist quasi Kubikscheiße. Denn hier haben wir es mit mindestens einer Fraktion zu tun, mit Fanatikern. Und diese Fanatiker, und das hat den ganz blöden Haken an der Sache, die sind weltweit vernetzt. Und die sitzen nicht nur im Nahen Osten, sondern die sitzen auch weltweit verteilt. Und die Hamas, die Organisation, die Israel zum fachlichen Tanzen aufgefordert hat, hat zu Blutopfern aufgerufen. Jetzt gehen hierzulande die ersten Herbstmärkte los. Hier gehen demnächst die Weihnachtsmärkte los. Ich weiß gar nicht, ist im Moment eigentlich Hamburger Dom? Gibt es einen hundertprozentigen Schutz vor terroristischen Anschlägen? Um es mit Goethes Worten zu sagen, Faust, der Tragödie, erster Teil, Studierzimmerszene, Vers 1847. Nein. Und da ist der ganz große Haken an der Sache. Israel bzw. die israelischen Krankenhäuser und der Rettungsdienst haben es im Moment mit 21.000 Schwerverletzten pro Tag zu tun. Ist Deutschland auch sowas in der Art vorbereitet? Wir hatten es gerade. Nein. Hierzulande kriegt der Rettungsdienst ab mehr als 3 Patienten oder vielleicht 3,5 Patienten an einer Einsatzstelle teilweise Schnappatmung. Und da liegt der Haken an der Sache. Bis derartige Hilfe wirklich greift, geht Zeit ins Land. Diese Zeit gilt es zu überbrücken. Das geht mit der richtigen Ausbildung, das gilt mit dem richtigen Training und das geht mit dem richtigen Equipment. Oder wenn ich weiß, wie ich dieses Equipment, was ich nicht habe, das ist zum Beispiel sowas hier, ja, das wohnt in meiner linken Oberschenkeltasche. Ich mache das nicht nur zum Witz. Bei mir hat das Ganze 2001 mit dem Angriff auf die Twin Towers angefangen. Seitdem laufe ich mit solchem Material in der linken Oberschenkeltasche rum. Das mache ich aus dem ganz einfachen Grund, weil es sich bewährt hat. Deswegen nenne ich es trotzdem nicht taktische Medizin, deswegen verstecke ich mich trotzdem nicht. Aber danach habe ich mir auf die Fahne geschrieben, dass ich Leuten helfe, Leuten zu helfen. Dass ich Menschen helfe, Menschen zu helfen. Und das meine ich nach wie vor todernst. Wir sind auch sowas in der Art hier nicht vorbereitet. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir damit schon mal anfangen, unsere Lagewahrnehmung, unsere Situational Awareness mal wieder nachzuschärfen. Dass wir auf unser Umfeld achten, dass wir uns auf uns und unsere Nächsten konzentrieren und auf die achten. Darauf achten, was passiert in unserem Umfeld. Und es ist Zeit, dass wir uns mal ernsthaft mit Thematiken beschäftigen, wie war das doch gleich mit Erster Hilfe? Wie war das doch gleich mit dem Stoppen einer stark blutenden Wunde? Denn nochmal, wenn es zu entsprechenden Anschlägen kommt, bis die eigentliche Hilfe greift, dauert es. Zahlen, Daten, Faktencheck. Wir haben pro Jahr allein 3.000 bis 3.500 Verkehrstote pro Jahr im Straßenverkehr. Davon verbluten zumeist um und bei 75%, zumeist über die Extremitäten, bevor der Rettungsdienst irgendwo sein kann. Seit 2011 möchte die Deutsche Gesellschaft für Unfallversicherung dieses Thema wieder in die Leineausbildung haben. Ist es 2015 eingeflossen? Nein. Seitdem ist es ein Sondermodul nach Vorgaben der BG. Wir haben für unsere Kurse und gerade für besondere Maßnahmen bei starken Blutungen mehrfach ein Proof of Concept. Das heißt, das, was wir hier tun, das, was wir euch beibringen und das, was ihr
bei uns aus den Kursen und auch aus dem Online-Shop mitnehmt, das wirkt und es rettet Leben, nachweislich. So langsam ist es Zeit, dass wir uns mit diesem Thema mal sehr, sehr genau befassen und beschäftigen. Denn ich gehe felsenfest davon aus, und nicht nur ich gehe davon aus, dass sich in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten Dinge tun werden, auch hier in Europa, die die Welt verändern werden. So ähnlich wie der Anschlag auf die Zwillingstürme in New York 2001. Einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Das ist die Frage, die ich euch mitgeben möchte. Was möchtet ihr, wie ihr damit umgeht? Einigeln, zumauern, bis aufs Ende warten? Oder wollt ihr zumindest versuchen, euch und eure Nächsten zu schützen und eventuell Leben zu retten? Denn in über 80% der Fälle, in denen Erste Hilfe geleistet werden muss, da ist es nicht der große böse Unbekannte, da ist es jemand aus eurem allernächsten Beritt. Allerengste Familie, allerengste Freunde und dann kommt sehr lange, sehr, sehr viel nichts. Ich sprach gerade vom Straßenverkehr und 75% der Leute, die verbluten. Bei einem Massenanfall verletzt er, zum Beispiel durch Massenkarambolage oder durch irgendwelche Terroranschläge oder vermeintlichen Terroranschläge, da steigen diese 75% der Leute, die verbluten, auf bummelig 94,4. Nochmal, in 80% der Fälle, in denen jemand Erste Hilfe braucht, ist es jemand eurer Allernächsten. Denkt mal drüber nach. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Passt auf euch auf, macht keinen Blödsinn. Wenn doch, lasst mich wenigstens über Social Media dran teilhaben. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.